Ein BMW X5 mit Tacho 300. Hartke hat den Soft-Offroader zum Asphaltfresser veredelt. Die Leistungsdaten lesen sich wie die eines Sportwagens. Von 0 auf 100 vergehen gerade mal 5,8 Sekunden. Topspeed 240 km/h. Und das bei einem Fahrzeug, das weit über 2 Tonnen wiegt und die erhöhte Sitzposition eines Geländewagens bietet. Die Karosserie ist um 30 mm tiefer gelegt. Der Hartke X5 nimmt die Kurven nicht wie ein Geländewagen, sondern wie ein reinrassiger Sportler. Vorne tobt ein V8 mit 370 PS und 510 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht, um anderen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Die großen Lufteinlässe vorne verheißen Dominanz. Wenn ein Hartke X5 im Rückspiegel auftaucht, sollte man Platz machen. Dieses Auto ist das berühmte Brett auf der Straße. Das liegt auch an den Gummiwalzen, hinten in 295er Dimension und das auf 22 Zoll Alus. Selten wird Asphalt so kraftvoll massiert. Und wieder ist es dieser Sound, der den Fahrer in seinen Bann zieht, ihn gefügig macht, weil er immer mehr haben will von dem Stoff, der dem Edelstahlorchester hinten entweicht.